Okay, ich verkaufe gebrauchte Unterwäsche und habe X Euro verdient. Digga, bei Celtics, der Content wird gerade immer weirder. Schauen wir noch rein und gehen wir gleich mal Craft Attack. Let's go, der Hase. Auf geht's. Celtics. Du warst damals mit auf Madeira. Du bist mit einem kaputten iPhone in den Pool gesprungen. Wie ein dummer Idiot bist du damit rumgeschwommen und hast mich angeguckt und hast gesagt, wie? Ich habe einen Riss im iPhone, jetzt ist es kaputt, das hätte ich niemals gedacht. Jetzt bist du seit ungefähr einem Jahr am YouTuben und am Streamen, Bro. Und dein Content wird immer seltsamer, Digga. Ich frag mich, wann du endlich Schamhaare von dir auf den Markt bringst, Digga. Aber vielleicht hat der Ehrenbruder ja hier eine Million gemacht. Man weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Okay, Leute, ich weiß, ihr denkt euch nach diesem Video erneut, was hat Celtics schon wieder für weirden Stuff vor? Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich find's einfach super interessant. Oh, Celtics hat eine eigene Wohnung, ich sehe. Dann so dumm Scheiß auszutesten. Deswegen machen wir das heute wieder. Ich habe mir nach meinem Fußvideo die Frage gestellt, ob es möglich ist, meine Gebrauch... Hey, warte mal. Deswegen machen wir das heute wieder. Ich habe mir nach meinem Fußvideo die Frage gestellt. Woher kenne ich diese Person? Habe ich die schon mal auf Twitter gesehen? Wer ist das? Wer ist das? Ob es möglich ist, meine gebrauchte Unterwäsche. Wer war das? Ich habe schon so oft, glaube ich, irgendwelche Retweets davon gesehen. Jo, ich mach gleich ein bisschen lauter. Moment, Leute. Loredana, eine Domina. Alright, okay. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Zu verkaufen. Disclaimer, damit möchte ich natürlich niemanden damit angreifen. Es gibt nur mal Leute, die darauf stehen und es ist auch voll okay so. Ich möchte hiermit klarstellen, dass keiner geschämt wird. Kenne ich nicht. Kings sind völlig normal. Die Frage ist, kann ich mich jetzt einfach auf diesen Plattformen anmelden und meine gebrauchte Unterwäsche verkauft bekommen? Das wäre ja am allereinfachsten. Die Antwort ist, natürlich nicht. Schaut mich an. Deswegen habe ich mal wieder einen Masterplan aufgestellt, um die Naivität der Leute im Netz zu testen. Bleibt auf jeden Fall dran, um zu erfahren, was ich gemacht habe. Und keine Sorge, ich habe niemanden gescammt. Ey, by the way, ich küsse eure Herzen für mittlerweile über 70.000 Abonnenten. Wir kommen unserem Ziel für 2021 immer näher. Wenn ihr mich dabei supporten wollt und meine Videos feiert, ja, lasst gerne Likes mal und Kommentare für den Algorithmus da. Und schaut gerne nach, ob ihr meinen Kanal schon abonniert habt. Macht ich würde mich einfach sehr, sehr freuen. Ja, ja. Viel Spaß mit dem Video. Eine Woche Unterwäsche verkaufen. Das Experiment. Yo, Freunde, es wird wieder ganz, ganz traurig. Wir versuchen jetzt den Masterplan umzusetzen. Ey, ich bin so gespannt, ob das was wird. Ich habe mir jetzt vorgenommen, eine neue Taktik anzuwenden im Gegensatz zum Fußvideo. Da habe ich ja auf Twitter einen Fake-Account erstellt. Und heute versuchen wir das Ganze mal mit Tinder. Ich habe mir gestern schon einen Tinder-Account gedownloadet so und dieses Bild von mir reingemacht. Und ihr glaubt es mir nicht, aber ich habe jetzt schon plus 99 Junge, Likes. No Junge, joke, nach Junge, keine Junge. Ahnung, nicht mal mehr. Tinder als Girl ist, glaube ich, easy durchzuspielen, oder? Mehr als eine halbe Stunde habe ich schon über 100 Likes bekommen. Leider kann ich noch nicht sehen, wer mich geliked hat. Deswegen müssen wir uns gleich Tinder, keine Ahnung, Plus oder Gold oder sowas holen, um zu gucken, wer uns geliked hat. Und dann müssen wir swipen, swipen, swipen. Oh, aber jetzt nochmal von vorne zu meinem Plan. Und zwar... Tinder, ganz, 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 ganz schlimmes Loch, Alter. Bin gelöscht auf Tinder, weil ich immer wieder als Fake-Account reported worden bin. Kann ich obviously nicht als Junge und erst recht nicht mit diesem Gesicht irgendwelche Bilder von meiner getragenen Unterwäsche verkaufen. Deswegen werden wir wieder ein Fake-Account machen. Und wir werden auch keine Bilder von frag meine Ex, ob Beatnox. Sondern wie ihr schon gesehen habt, werden wir Bilder... Aber er hätte doch auch einfach an homosexuelle Unterwäsche... Ist das bei Männern auch ein Ding, Leute? Ist das bei Männern auch ein Ding, dass Männer von Männern getragene Unterwäsche tragen? Nee, oder? Ja? Keine Ahnung. Safe? Ja, sag du es ja. Bro, ich kann es dir nicht sagen, Alter. Deshalb frage ich euch. Bilder von mir benutzen. Ich werde jetzt gleich noch versuchen, ein paar Bilder zu machen. Fragst du uns jetzt? Es werden sehr viele Leute checken, dass das Bild fake ist. Aber dafür habe ich noch einen Plan B. Wenn das Ganze nicht funktionieren sollte, dann werde ich einen Profi-Designer suchen, der mir wunderschöne Bilder von mir als Frau editiert. Aber Bro, das ist doch dann Scam, oder nicht? Ich bin hier legit in den größten Gammler-Klamotten und mache jetzt irgendwelche Frauenfotos. Aber ich versuche mein Bestes zu geben, Leute. Bro, Alter. Boah, die Haare sind halt so abfuck, ne? Die sind so Rasier dir doch mal deinen Bart, Junge. Aus. Heute sehe ich nicht so gut aus. Mach doch mal Bart weg. Man sieht voll den Bart. Okay, das ist Bild Nummer 1. So, die Fake-Bilder sind What the fuck? Der nächste Schritt ist nun, What das the ganze fuck, Digga, wer fällt denn darauf rein? Also, Bro, da muss man aber ganz rattenscharf unterwegs sein, wenn man das nicht checkt, Alter. Oder man ist es, einem ist es einfach egal, wa? Hochzuladen. So, Leute, ihr habt ja gerade gesehen, meine Unterhose ist keine Frauenunterhose, ist keine Eierquetscher oder so. Aber ich habe leider nur so Männerunterhosen. Deswegen versuche ich das jetzt so ein bisschen zu falten. Hier. Komm. Bro. Weird. Sieht aus wie eine Windel, aber...
Digga, wer kann. Hä? Egal. Ich meine, Flying Avocado, dankeschön, Bro. Und dann ist das unser Bro. Verkaufspick. Yappi! Ich habe gerade gemerkt beim Bildermachen, dass meine Füße noch lackiert sind vom Fußvideo. Deswegen auf ganz, ganz schlauer Basis habe ich meine Füße mit ins Bild gepackt. Und hier ist das Endergebnis. Nein. Fucking smart, Bro. Okay, Leute, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Leonie22 ist jetzt am Start. Also, Bro, ich sorry. Ja gesagt, ich habe ja das alte Bild reingemacht, was ich fürs Fußvideo benutzt habe. Ihr könnt hier sehen, 99 plus Likes. Es ist so dumm. Ich habe nur dieses Bild reingemacht. Keine Info, kein sonst was. Einfach schon Tinder-Fame. Naja, wir gehen mal. Ja, wir machen das genauso. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Digga, einfach mein lackierter Fuß. Ach so, Bro. Das erste ist, glaube ich, echt am schönsten. Oder? Man checkt das so krass. Man checkt das so krass. Outfits, Digga. Es könnte echt glaubwürdig rüberkommen, dass ich das wirklich bin. Nein. Oder auch nicht. Das bin ich. Was bin ich denn? Auf ganz dreist, Alter. Auszubildende. Wie sieht denn unser Tinder-Profil jetzt aus? Musste etwas loswerden? Bietet jemand etwas dafür? Okay, Profil ist ready. Und dann noch Tinder Plus holen. Swipen, 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 swipen. Bro, das ist so unangenehm. Gold holen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, komm, einen Monat gönnen wir uns. 8,99 €. Holy fuck. Das wird er später nochmal benutzt haben. Jetzt sehen wir die Leute. 380 Likes. Ich glaube es nicht. Kann ihr was? Die alle nicht zeigen. Das sind auf jeden Fall ganz schön viele Likes. Was? Nach nicht mal 24 Stunden. Schritt Digga. Nummer 3 ist dann obviously mit den ganzen Leuten zu schreiben, zu Junge, verhandeln, gucken. So viele Likes habe ich nicht mal in 24 Stunden gemacht auf Tinder und ich bin extrem hübsch. Krass. Was für Chats. Die Horny Boys. Ei. Ja, ja. So vor 2 Jahren. Ja, die meisten Geister auf Tinder sowieso hier den. Wisst ihr, was ich meine? So alles rechts, bla bla bla, ne, wisst ihr, was ich meine? Ja, und hab das ja alles von der anderen Seite gesehen. Jetzt bin ich auch sehr, sehr gespannt, was die Leute auf der anderen Seite schreiben. Peace, Leute. Mittlerweile sind schon ein paar Tage vergangen. Ihr seht, meine Wohnung ist jetzt ein bisschen mehr eingerichtet. Cooler als davor, sieht jetzt endlich mal aus wie eine coole Wohnung. Kann man das so sagen? Wie findet ihr es? Genug vom Off-Topic, Freunde. Wir kommen nun zu den Tinder-Ergebnissen bisher. Ich habe ja bereits erzählt, dass ich diese plus 99 Likes in kürzester Zeit dort stehen hatte. Nur notgeil auf Tinder. Ja, das, ey, Leute, das so oder so. Als ich damals mal Tinder hatte, als Junge, kriegst du legit 2 Likes? Ja, das liegt aber an deinem Face, Bro. Das liegt aber an deinem Gesicht, Digga. Du musst halt selbst die ganze Zeit swipen und hoffen, dass sich irgendjemand matcht. Aber bei den Likes steht da niemals so eine plus 99. Also man muss... Safe, Bro, klar. Echt sagen, als... Das liegt dann aber wirklich nur an dir, Digga. Dann bist du wirklich hässlich gewesen, Leon. Als Mädchen hat man das da wesentlich einfacher. Und Real Talk, kein Wunder, warum man als Mann so wenig Likes bekommt, wenn die Mädels so viel Auswahl schon bei ihren Likes haben. Als ich dann auch angefangen habe zu swipen und ein bisschen zurückgeliked habe, kamen direkt Nachrichten. Legit schon in den ersten 10 Minuten hatte ich über 30 neue Nachrichten. Ich habe mein Handy ausgemacht und es kamen Tinder-Nachrichten. Ratter, ratter, ratter. Neuer Match, neuer Like, neue Nachricht. Du kriegst für jeden Scheiß eine Benachrichtigung Krank. Auf Tinder. Es war erschreckend, als würden sie nur auf so ein Match warten und dann gehen die wie Wölfe auf mich los mit Anmachsprüchen, mit trockenen Last. Meistens sind es irgendwelche Copy-Paste-Texte. Diese Erfahrung war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich das ja bisher nur von der anderen Seite kannte als Mann und das war bei mir so. Ich würde dich jetzt einfach umoperieren. Ich bin immer meistens so auf die Interessen eingegangen. Link. Zum Beispiel einen coolen Musiker. Dankeschön für deinen Sub, Bro. Ich habe gefragt, so, yo, hast du schon dieses Lied gehört? Voll nice von dem so. Und die Antwort war einfach nur so, ja, nichts. Als Frau kriegt man ja auch 100 Nachrichten in einer Minute. Kommen wir jetzt aber genauer zu den Nachrichten, die sie geschrieben haben. Zuallererst haben die meisten eigentlich nur so Hi geschrieben. Dann haben manche noch so geschrieben, schöne Frau, irgendein Kompliment oder so, ist ja cool. Dann gab es auch Leute, die sich ein bisschen darüber lustig gemacht haben, dass ich meine Unterhosen verkaufe. Und dann gab es noch einzelne, die wirklich gefragt haben, verkaufe ich dir Unterhosen for real? Wie viel willst du für die? So der Stand vom Tinder-Account nach 15 Minuten aktiv benutzen. Hätte Was? Ich dann noch meinen ganzen Tag auf Was? Tinder weiterhin verbracht, dann wäre noch viel mehr bei rumgekommen. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, komm mal, no King-Shaming an der Stelle. All cool. Cool, aber ich selber kann mich damit, ich finde das nicht weird oder so, ich kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, aber persönlich, also so eine Unterhose, die riecht ja dann auch nur, oder? So, wisst ihr, was ich meine? Ich will hier keinen King shapen, um Gottes Willen so. Aber für mich wäre das gar nichts, also für mich ist das überhaupt nichts, ich verstehe das auch gar nicht. Aber warum nicht, ne? Also, wenn man Bock drauf hat, ja, aber... Also für mich ist das ja einfach nur, das... Ey, Junge, das stinkt doch. Hatte es ja auch vor. Wenn man das dann so 3-4 Tage, wisst ihr was ich... Also das ist...
Für mich ist es nichts, wa? Ach, aber dann hat Tinder auf einmal Auge gemacht, beziehungsweise das Tinder-System. Ich weiß nicht, ob es eine Sicherheitsmaßnahme ist oder... Ja, ja, wenn du was verkaufst auf Tinder, wirst du gelöscht. Ahnung, aber auf einmal nach 15 Minuten benutzen, stand bei mir irgendwie fehlgeschlagen, wenn ich irgendwelche Likes zurückliken wollte. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass ich keine Nachrichten empfangen konnte und dass meine Nachrichten nicht ankommen. Ich konnte zwar weiter swipen, weiter swipen, aber ich habe keinen einzigen Match mehr bekommen, kein Like mehr bekommen und keine Nachricht mehr bekommen. Das heißt, irgendwie war ich weg von diesem Tinder-System. Und das hat mich Real Talk in dem Moment so krank abgefuckt, weil es so krass nach Plan lief. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und ich dachte, Bro, what the fuck? Ihr müsst auch immer noch im Kopf behalten, dass ich die ganze Zeit dieses Bild drin hatte. Und das war alles so nice und ich konnte es einfach nicht wahrhaben. Es war ja auch kein Bann oder so, sonst würde da stehen, Account gesperrt. Die machen das normalerweise straight, aber es war irgendein Systemfehler. Und ich wollte auf gar keinen Fall das Experiment irgendwie abbrechen und wirklich das Ganze ein paar Tage durchziehen. Deswegen habe ich am nächsten Tag einen zweiten Account erstellt. Diesmal komplett am PC, wer es nicht weiß, das geht. Also Tinder auf PC. Diesmal wollte ich aber ein bisschen was anderes machen von Anfang an. Es haben sich ja ein paar Leute darüber lustig gemacht, weil sie erkannt haben, dass es Boxershorts sind. Deswegen diesmal keine Boxershorts. Pascal, danke schön, Bro. Gegangen und hat die nächstbeste Speichern wir direkt mal ab. Und ein schönes Bild davon gemacht. Jetzt wird's richtig ehrenlos. Dann wollte ich auch noch mein Bild ändern. Es hat zwar gut geklappt, aber ich habe ja gesagt, ich möchte gucken, ob ich mir eins designen lassen kann. Deswegen habe ich eine Freundin von mir gefragt, Gina, die eine Ausbildung irgendwie als Grafikdesignerin macht oder so. Ja. Ach, Bro. Okay, dieser Step hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wir gehen zurück. Ich habe mich dann doch für das alte Bild entschieden. Also, der neue Account war jetzt erstellt mit dem neuen Panties-Bild. Und dann Arti, danke schon für das Sub, Bro. Mit einer alten Minecraft-Taktik. What the Innerhalb fuck? Von 5 Minuten hatten wir wieder plus 99 Likes und ganz viele Nachrichten. Und diesmal auch... Boom! Neben den ganzen Standardnachrichten in den ersten 15 Minuten, ne? Locker 10 Anfragen. Sugar Wie viel Daddies. Für die Panties? 25 Euro, 10 Euro. Was? Direkt nach PayPal gefragt. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Sie wollten Was? Wirklich diese Panties kaufen. Ich muss aber auch mal neben Was, dieser Bro? Panties verkaufen Thematik. Respekt den Side-Hustle, Bro. Erwähnen, dass ich auch viele solcher oder ähnlicher Nachrichten bekommen habe, wo ich mir so dachte, Bro, what the fuck? Hast du auch irgendwie ein bisschen Anstand oder Respekt? Ich weiß nicht, ob das auf Tinder normal ist. Fritten Peter 2019, danke schön, Bro, für dein Sub. Oh, hätte ich gar keinen Bock auf so eine Scheiße. Und dann, Digga, 20 Minuten, bevor ich den Leuten überhaupt ganz weird. Konnte, wieder der Freeze. Keine Likes gesehen, keine Nachrichten gesehen, gar nichts Neues mehr. Ja, du darfst auf Tinder nichts verkaufen. Oder so. Es war wieder Freeze. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es hat so abgefuckt. Es fuckt immer noch ab. Ich habe alles versucht. Tinder neu installiert, mich abgemeldet, Support gefragt. Die haben gesagt, dass ich Tinder neu installieren soll. Hab Tinder nochmal neu installiert. Es ging wieder nicht. Pascal, danke schön, Bro. Versucht. Es ging einfach nicht. Ja. In wie viel Euro hattet ihr die Panties gekauft? Ihr wisst nicht, wie abgefuckt ich den ganzen Tag war, weil ich kein richtiges Ergebnis bekommen konnte, weil ich es dann nicht mal richtig ausprobiert habe. Fazit. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Gerade beim zweiten Account, wenn das ganze System funktioniert hätte, dann hätte ich so krass viel Asche machen können. Auch wenn vielleicht ein paar Leute am Ende nicht gezahlt hätten. Digga, so. Imagine, Dave macht jetzt so ein Video, sich hochtraden. Mit Unterhosen hochtraden zur Rolex, Digga. Es gab genug Anfragen und zu 100% hätte ich in der ersten Stunde locker über 100 Euro machen können. Weil so Alex Zock, danke schön, Bro. Habe. By the way, Leute, ich habe es ganz vergessen zu erwähnen, wie auch beim letzten Video, hatte ich auf gar keinen Fall vor, das Geld anzunehmen. Ich würde mich da sonst richtig miese fühlen und außerdem könnte er mich dann auch anzeigen, wenn er meine PayPal-Adresse hat und so. Ich wollte einfach nur mit diesem Test gucken, wie viel potenziell Junge, möglich Junge, wäre und Junge, denkt jetzt Junge, gar nicht, Junge. Dass es eine potenzielle Geldquelle ist. Nein. Das ist für mich eine potenzielle Geldquelle. Wenn ihr dabei erwischt werdet, dann mies. So, Leute.